Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Börsenausblick auf Dienstag, den 9. Februar 2016. Ja, der Börsenauftakt am Montag, der hatte es in sich zunächst leicht freundlich, dann die Abwärtsbewegung. Letztendlich waren wir unter der Marke von 9.000 Punkten, also ein turbulenter Auftakt in die neue Handelswoche. Und viele sagen, diese Woche könnte es weiterhin spannend werden. Der DAX ist technisch angeschlagen. Unter der Marke von 9.300 Punkten war er bereits am vergangenen Freitag. Insofern hat die Abwärtsbewegung am Montag nur wenige überrascht. Nun wäre theoretisch oder technisch besser gesagt der Weg frei bis auf 8.335 Zähler. Ja, schauen wir mal, ob der DAX tatsächlich so weit fällt. Spannend wird es in den nächsten Tagen auf jeden Fall werden. Blicken wir auf die Termine, die auf uns warten. 8 Uhr. Die Zahlen für das produzierende Gewerbe in Deutschland für den Monat Dezember. Im Vormonat hatten wir ein leichtes Minus von 0,3% gesehen. Um 13 Uhr gibt es Zahlen von der deutschen Lufthansa. Es werden die Verkehrszahlen für den Monat Januar veröffentlicht. Und im Jahr 2015 konnte sich die Lufthansa ja freuen über einen neuen Passagierrekord. Also trotz der vielen Streiks und der Unruhen im Unternehmen sind die Passagiere offensichtlich gerne mit der deutschen Lufthansa geflogen und dementsprechend steigende Zahlen. Ja, der Januar traditionell eher ein schwächerer Monat. Die richtige guten Umsätze, die gibt es dann immer in den Sommermonaten, wenn viele Deutsche reisen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind gespannt auf die Zahlen, auch für den Monat Januar. 14.55 Uhr Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Also es geht um den privaten Konsum und der ist bei der amerikanischen Wirtschaft eben extrem wichtig, spielt eine große Rolle. Das haben wir auch am vergangenen Freitag wieder gesehen, als Arbeitsmarktdaten in den USA veröffentlicht wurden und man insbesondere auf die Stundenlöhne schaute. Also man sich über den Anstieg freute, wenn man sagte, dann haben die privaten Konsumenten mehr Geld in der Tasche, können mehr ausgeben und das tut der amerikanischen Wirtschaft gut. Insofern blickt man eben immer auf die Zahlen der privaten Verbraucher. 22.30 Uhr Öllagerbestände werden veröffentlicht. Das Überangebot ist riesengroß, gar keine Frage. Der Markt natürlich momentan sehr sensibel. Also man schaut ganz genau auf die Zahlen und der DAX folgt ja mehr oder weniger den Ölpreisen. Insofern, wenn hier das Angebot weiter zunimmt, also dieses Überangebot weiter ansteigt, dann kann das sein, dass es die Preise weiterhin belastet und der DAX infolgedessen seine Talfahrt weiter fortsetzt, dann am Mittwoch, denn die Zahlen werden ja nachbörslich veröffentlicht. Also Öllagerbestände auch am Dienstag ein ganz wichtiges Thema, eben weil die Ölpreise momentan auch die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt beeinflussen, um nicht zu sagen, eigentlich eher den Takt vorgeben.